Gib ihm, hat er gesagt. Gib ihm. Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Hammerwatch. Wir spielen jetzt hier weiterhin unsere Kampagne. Wir sind mittlerweile im zweiten Flur, haben schon ein paar Kreise gezogen. Jo. Und, ja. Gib ihm. Gib ihm. Wir machen direkt weiter. Die Stacheligen sind auch wieder die Kufe 3 Gegner, die dann etwas mehr aushalten und mehr Schaden austeilen. Und da sind wieder zwei Äpfel. Brauchen wir. Genau, lass mich kämpfen und sammeln. Du, Hauptsache erstmal Leben einsammeln. Silberschlüssel haben wir schon, also gib ihm. Genau, heil uns mal. Hat eigentlich vor, den Spawner da auszuschalten. Hat aber nicht geklappt. Da mach ich den Spawner kaputt. Komm. Geht doch. Na, wir haben es überlebt, immerhin. Wir kämpfen echt am Rande unseres Limits, war. Einmal dürfen wir noch sterben. Danach ist es, heißt es dann klassisches Game Over. Kann man nochmal Leben sammeln? Ja, kannst du. Könntest du die auch kaufen? Ist aber nur so halb so cool. Ja, weil du dafür dein Geld ausgeben musst, wo du dir eigentlich dann mehr Angriffskraft oder Verteidigung oder so holst. Immer dieses Toro-Boro hier. Ich dachte, jetzt geht eigentlich kaputt. Nicht berühren. Na, das war offensichtlich. Oh, oh. Wir brauchen unbedingt deine Kampfheilung wieder. Da, sag's auch nochmal. Trips like these can sometimes be deactivated from a button that shares that same frame. Was? Frame color? Er ist a trap. Ja, also rot. In dem Fall wär's rot. Aber kurz, das sind 2, 4, 6, das ist schon mal 8 Gegner und da hinten sind Nahgegner. Dann gib ihm. Ah, du kannst nochmal machen. Ah, es ist wieder ein bisschen geheilt. Immerhin sind wir das Ausrufezeichen losgeworden. Achtung, Achtung, das ist nicht mit dem roten Kamm. Ja, aber hätten wir weitergeschossen, glaube ich, machen die gar nichts. Dann kommen die gar nicht dazu. Sobald sie angegriffen werden. Oh, das ist. Das ist nur. Oh. Nein! Eine Bombe! Nein! Direkt neben dem Heil-Item, ne? Das ist. Asi. Ach, guck mal. Oh, ein Knopf. Red Spikes deactivated. Na, die roten Fallen sind deaktiviert. So, erstmal da lang. Ja, ja, machen wir es mal links. So. Willst du? Hier, das sind glaube ich mehr als 10. Ja, sind aber diese Distanzkämpfe, das funktioniert nicht so gut. Doch, bei denen? Bombe und. Ne, die halten eine Bombe aus. Außerdem will ich mich denen gar nicht nähern. Weil das rote bei. Ah! Komm erstmal weg da. Wenn du jetzt getroffen wirst, war's das. Sagte der und rennt voll in die Schüsse rein. Das ist was so klischeehaft. Wir werden aber jetzt noch einen zweiten Part hinkriegen. Ansonsten. Also das ist so ein kleines Rätsel. Ich kenne die Lösung schon. Aber ich lasse dich mal ein bisschen rätseln. Du kannst es nämlich auch alleine lösen. Okay, warte. Da sind die oberen zwei, da sind die zwei. Ich muss nur um die Ecke kommen, den nächsten Knopf zu kriegen erstmal. Rein theoretisch ja. Okay, dann hier lang. Leben! So, warte kurz, lass mich mal hinterherkommen. Ohne einen Schalter zu betätigen. So ein Missgeschick ist ja auch drauf passiert. Dann gehen wir mal nach oben. Und er betätigt einen Schalter. Und? Heilung. Hat uns so Heilung gegeben, was möchtest du denn? Nein, die Gegner werden so oder so gekommen. Dann komm mit. Oh. Haben sich wieder die Augen angefunkelt? Jo. Mit einer Coin. Ah, Loot. Ja, Vendor-Coins sind immer gut, weil... Jetzt sind wir gerade in den Shops vorbeigelaufen, kommen wir nochmal an den zurück. Das kommen noch viele andere. Sollten nacheinander laufen, weil der Bildschirm immer mit einem Mittel geht. Also fallen. Oh, eine Kiste. Kann ich aufmachen. Wollte ich gerade sagen. Money, money, money. Ching, ching. Na egal. Ist nur besser geworden. 40 Leben. So ein bisschen weniger als die Hälfte. Das läuft eigentlich noch ganz gut. Gerade. Oh, bisschen mehr Leben. Sagte er, wollte uns so heilen. Soll ich mal einen Apfel essen? Achso, du hast... Ich meinte mit ein bisschen mehr Leben die Gegner eigentlich. Achso. Ich hab doch eine. Nein, lass liegen.
Ach, guck mal, Save Point. Guck mal, ein goldener Schlüssel. Könnten wir einsammeln. Ja, ich guck grad, welcher Weg jetzt schlauer ist. Der jetzige ist schlauer, den bleiben wir noch. Also nimm mit, klar. Gehen wir erstmal oben lang. Ich kann noch nie dazu, 10 Gegner gleichzeitig fertig zu machen, irgendwie. Ja, muss ich meistens erstmal zusammen tanken. Ja, ja. So. Oh. Ist das ein Rätsel? Nicht ganz. Darfst gerne vorlesen. This is a Shanks puzzle based on luck. No one has gotten all 4 rewards. Das heißt, es läuft einfach so auf. Diese Teile hier bedeuten immer, dass hier ein Item erscheint. Ja. So. Also es ist auf Glück basiert, wenn du die betätigst, erscheint ein zufälliges Muster. Und je nachdem, was es für ein Muster ist, bekommen wir jetzt 0 bis 4 Items. Das ist auf Glück basierend. Darfst du gerne machen. Okay. Mehr als 3 habe ich aber auch wirklich noch nie bekommen. Ja. Leben, eine Heilpotion, darfst du gerne nehmen. Und ein permanentes Leben-Upgrade. Cool. Für jeden 5 Leben dazu, das heißt insgesamt 10 Leben dazu, die wir jetzt haben. Läuft. Aber 4 habe ich auch noch nie bekommen. Aber 3 ist jetzt nicht schlimm. Ich wüsste gerne, was hier oben drin ist. Ach, ist immer dasselbe drin? Ich meine, es war bis jetzt immer dasselbe, ja. Okay. Ich hab gerade gegen das Mikrofon getreten. Verpiss dich. So. Mehr Leben ist eigentlich immer gut. Da wollen wir gar nicht lang, da kommen wir her. Komm, nochmal einen Apfel essen, wa? Das würde ich gerne wirklich mitnehmen, ja. Wir haben jetzt 95 Leben. So. Geh bitte nicht zu weit. Sonst mache ich mich gleich tot. Nein! Ein Gegner hat gefehlt, glaube ich. Oh, ich kann mal ja lange kämpfen. Also die mache ich ganz schön schnell kaputt, die Spawner. Ja, weil du ja Flächen Damage hast. So, oh, ein Apfel. Nimm mit. Warte mal kurz. Wie schnell regeneriert sich die Mana? Das geht. Oh Gott. Die Roten. Die Roten! Oh oh, scheiße. Weg hier. Au! Na, ich bin vergiftet! Lass sie noch näher kommen, bis sie um die Ecke kommen, dann kann ich hier so. Willst du nur um die Ecke bringen? Ja, ja, natürlich will ich sie nur um die Ecke bringen. Hört dich doch so wie einen guten Freund. Freund. Hust. Freund. Achtung, Achtung, komm zurück. Achtung auf den Boden. Ja, ich hab's gesehen. Da sind wieder so Viecher, die wollen mich ja stechen. Ja, also wir haben vorhin mal kurz ein bisschen aus der dritten Ebene gesehen. Und da gab's sowas auch schon. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Problem ist an deinem Feuer, du siehst die Schüsse da drin nicht. Ja. Au. Deine Fleck. Ja, oh, nee. So. Warte mal kurz. Auf der Karte sehen wir jetzt gerade nichts dagegen. Du darfst möglichst nicht stehen bleiben. Aber das Loot! So, jetzt zurück. Die Gegner aus diesem Gebiet hier rauslocken. Damit wir die killen können. Ja, ja. Wenn ich so weit schießen könnte wie du, wäre das schön. Wenn ich was sehen würde, aber ich kill anscheinend was. Müssen noch weiter rauslocken. Ich will nur einen roten eigentlich haben. Gut. Ja, dann sind eigentlich relativ. So, mit dem Monster machen wir es so, dass ich ihn einfach mit meinen Bomben kill. Die kann ich während des Laufens platzieren. Ich halte nur verdammt viel aus. So, warte, hier. Hast du einen Kristall schon eingesammelt gehabt? Welchen Kristall? Hier. Nö. Also eigentlich... Dann hätten wir den auch. Dann hätten wir das auch erledigt. Richtig. Vor allem, die machen Unmengen an Schaden. Wir einfach gerade beide mal still waren, einfach nichts gesagt haben gerade. Konzentration, ne? Ja. Waffenhändler. Dann lass mich einfach kurz hier noch so. Hier? Also den Schalter übrigens, für den ich hast du hier. Eine Tür aufgemacht. Und hier Mauern entfernt. Ja, so jetzt kommen wir zu dem Waffenhändler rein. Willst du zuerst? Mach du zuerst. Fireball Damage.
und Range. Schaden. Ey, da geht meine Reichweite. Ich will die Reichweite erstmal haben. Oh, ich kann sogar beides machen. Dann nochmal beides. Ah, hat sogar den Flash Damage erhöht. Was haben wir hier? Bow Damage und Penetration. Ich hätte gerne die Penetration. Weil das macht aus, wenn ich mit meinem Pfeil schieße. Oh ja. Dann durchdringt es den ersten und trifft noch den zweiten. Jetzt durchdringt es zwei Gegner und trifft den dritten noch. Oh, guck mal, jetzt habe ich ein bisschen Reichweite. Ich kann das andere noch nicht kaufen, da fehlt mir noch ein bisschen Geld. Ja, habe ich gerade gesehen. Da kommen wir durch, ne? Ich heil mal kurz. Oh, Entschuldigung. Oh! Ja, du heilst eine Menge. Oh, ich habe auch mein Combo. Oh, zack. Ah, übrigens, man bewegt sich auch schneller in der Combo. Gibt's hier auch nochmal Items? Scheint so, dass wir da Items spawnen werden. Ja. So, jetzt müssen wir gleich... Ah ne, du wurdest getroffen. Ja. Da kannst du nochmal heilen. Das sind mehr als 10. Ne. Ups. Lass die Gegner wegen stehen. Hat jemand zuerst 10 Punkte gehabt? Später cool, wenn wir beide die Heilung haben. Und wenn du die Heilung upgradest, dann heilt halt gleich 2, 3. Ja, ist klar, das ist... Das wird verdammt stark. Das sind übrigens auch Spawner. Jetzt nicht mehr. Geht jetzt rein. Da oben ist irgend so ein Rune auf dem Boden oder so. Dann geh mal hin. Guck mal, danke. Was haben wir denn da? Only 3 more to go. 3 mehr, dann können wir gehen. Nee, noch. Oh, wow! Noch 3 fehlen. Ach so, ja. Da, jetzt kannst du uns heilen. Jetzt. Gott. Diese Stacheligen einfach viel zu viel aushalten. Ja, ne? Mal kurz. Lass mal zum Stopp gehen. Aber. Ich würde gerne meinen Damage noch kurz erhöhen. Ach, hast du das Geld? Ja. Wie ist denn das? Da. 26, wir wissen, wie oft wir gestorben sind und wie viel Geld wir haben. Gut, beim Sterben wird jetzt immer gleich angezeigt. Ja, da wird direkt, ja, aber beiden einmal tot angezeigt, weil wir beide sterben, wenn das Leben auf Null fällt. Sind fast wieder voll geheilt, haben uns eigentlich gut wieder gehalten. Und wir haben wieder 4 Leben mittlerweile. Und noch einen. Einer fehlt noch. 2 fehlen noch. Ah ja, stimmt, 3 waren das. Hier lang? Sagen. Das macht einen großen Unterschied. Da. Nicht einsammeln. Das ist heilen. Ist stärkere Version vom Apfel, die Orange. Kennst du es nicht? Ich kenne halt 20. Warte mal, bleib mal stehen, sonst nehme ich die Eier mit. So. Wir haben noch einen Schlüssel, dann gehen wir noch hier rein. Wie einfach eine Bombe überlebt, das scheiß Vieh. Einer noch. Ja, das war nur 9 oder 8. Nian! Wir haben eh fast volles Leben, also von daher. Da haben wir noch einen Schlüssel. Wo waren wir denn noch nicht? Da oben. Da wo die ganzen vier rote Punkte sind, da waren wir noch nicht. Wow! Sequenz completed. Und jetzt? Oh! Ah! Hätte ich erst die Vendor-Coin eingesammelt. Warum? Wäre im Shop günstiger gewesen. Ja, verdammt. Ja, kann man vorher nicht wissen. Ich könnte es schon, aber es ist auch schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Könnte wissen. So, jetzt sind wir voll geheilt. Combo 24. Jetzt bin ich voll. Gehen wir hier lang oder links? Ist egal. Ah, da waren wir schon. Dann links rum. Willst du zuerst? Kann ich machen. Warte mal kurz. Lass uns Text. Die Spikes Traps are disabled. On easy mode. Ach, die sind einfach auf leicht nicht aktiviert. Ja. Ach, die Viecher von denen gehen auch kaputt. Machen 200 Schaden, die Stacheln, also. Nicht erwischen lassen. Oh. Das wird sehr heftig, wenn wir beide sterben. Normalerweise würdest du dann einfach zu mir teleportiert werden, hätten ein Leben verloren. Herrlich. Ich hasse solche Spikes. Ich glaube, hier wird es dann auch gleich den sowohl den Part als auch das Let's Play beenden.
Ne, den Part, den könnten wir ja gleich erstmal beenden, sobald du drüber bist. Ich würde sagen, wir gehen erstmal beide drüber, falls es wirklich gleich vorbei ist. Ja, dann hätten wir ein kurzes Play gehabt. So, jetzt warte. Lass mich das mal kurz angucken, wie das läuft. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier hingehen. Immer nur, nie diagonal, immer nur gerade. Immer nur gerade. Jetzt hoch. Das war schon quasi mein Tod. Unser Tod. So, dann machen wir an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns im... Willst du nicht nochmal durch die Stacheln erst durchlaufen? Und sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ciao.